Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Dino-Freunde und Aufbaustrategen da draußen, hier zu Jurassic World Evolution 2. Ich habe das Game gestern schon am Release-Abend am 9.11.2021 in meinem Livestream angespielt und wie ihr seht, die Hauptkampagne schon zu 90% durchgepowert, was mir übrigens gar nicht bewusst war, dass ich da eigentlich schon kurz vor Ende stand. Und ich habe vor, mit euch die andere Storyline-Kampagne, nämlich Chaos-Theorie, hier zu machen, auch wenn ich da schon ein paar Prozente drin habe. Ich habe nämlich die gestern nochmal ein bisschen angespielt und festgestellt, die hätte ich ganz, ganz gerne gedaddelt. Und da gehen wir nämlich zurück, nicht nur in Jurassic World Evolution 1, was einige Gameplay-Mechaniken angeht, sondern auch tatsächlich bis hin zurück zu Jurassic Park. Aber bevor ich da näher ins Detail gehe, wollte ich euch noch darauf hinweisen, dass ihr euch das Spiel selber, falls ihr auch Bock drauf habt, ein paar Dinos zu züchten, zu sammeln und zu daddeln, mit dem Rabattcode JURAMERP bei meinem Partnershop GamesPlanet 10% sparen könnt, wenn ihr unten in der Videobeschreibung auf den Affiliate-Link klickt und dann das Spiel dort im Shop kauft mit dem Rabattcode. Da sage ich vielen lieben Dank. Denn ihr unterstützt mich und meinen Kanal. Das ist eine sehr, sehr wertvolle Unterstützung, weil ich dafür eine Provision vom Shop bekomme. Ihr bezahlt dafür nichts extra. Ihr bezahlt nur das, was hier dran steht. Also die 53,99 für die Standard oder die 62,99 für die Deluxe Edition. Ja, und das Ganze ist gültig bis zum 5.12.2021. Dann verfällt der Rabattcode leider. Ja, also gucken wir uns mal an, was uns hier erwartet, Freunde. Ne? Wenn wir hier reingehen, erleben wir in Chaos-Theorie sozusagen ein Was-wäre-wenn-Szenario. Wir können also quasi diese verschiedenen Sachen hier neu erleben. Die alten Charaktere aus Jurassic Park, Jurassic World, Jurassic Park und auch Jurassic Park 3 und hier Jurassic World und so weiter und so fort. Und auch Fallen Kingdom. Alles nochmal neu, sage ich jetzt mal, erleben und sichere Parks erschaffen. Da finden auch dann quasi Gespräche mit den Charakteren von damals statt. Wir werden zum Beispiel hier in Jurassic Park hier mit dem alten Herrn Hammond Kontakt haben. Das ist alles sozusagen die komplette Vorgeschichte. Und ich habe da schon ordentlich reingespielt, aber das macht nichts. Wir werden das einfach neu anfangen. Denn ich habe da auch ein bisschen was ausprobieren müssen. Und wir können tatsächlich wie in Jurassic World Evolution 1 in diesen Situationen auch Dinos züchten. Also nicht nur auf der Welt finden, denn in der eigentlichen Grundgeschichte hier, in der Storyline-Kampagne, ist es so, dass man die Dinosaurier halt quasi auf der Welt einsammeln muss, weil sie ja freigelassen wurden am Ende des zweiten Filmes, Jurassic World Evolution. Und jetzt ist es halt so, dass wir in der Vergangenheit, da sind noch keine Dinos frei. Ich würde aber mal sagen, wir gehen da rein, starten eine neue Runde und jetzt bin ich mal ruhig. Der Moskito. Millionen von Jahren konserviert. Und darin? Tja, diese Entdeckung sollte die Welt verändern. Eine Weile lang dachten wir, näher würden wir den Sauriern nie kommen. Doch da lagen wir falsch. Aus jahrelanger Forschung zur Vervollständigung der DNA-Sequenz der Saurier resultierte Leben, wie es seit 65 Millionen Jahren nicht mehr gegeben hatte. Jurassic Park. Wir wissen ja, wozu das führte. Aber was wäre, wenn jemand wie du den damaligen Hochmut gezügelt hätte? Damit Jurassic Park ein Erfolg wird, muss er für alle seine Gäste so sicher wie möglich sein. Das ist das Abenteuer ihres Lebens. Lass es nicht ihr letztes werden. Ja, und da haben wir jetzt natürlich eine ganze Menge Möglichkeiten. Also wir können jetzt im Grunde die Spielmechaniken von Jurassic World Evolution 1 einsetzen, um die Dinos neu zu züchten, um sie so gut wie möglich zu züchten. Ich glaube, da sind auch noch ein paar neue Möglichkeiten dabei. Aber dazu kommen wir gleich, denn jetzt redet gleich wieder der Hammond. Wundervoll, nicht wahr? Das ist ein echtes Paradies. Aber es fehlt was, was es früher besaß. Bis wir sie zurückbringen. Dieser Ort zeigt den Menschen Spektakuläres. Dinosaurier. Nicht länger nur in unserer Vorstellungskraft. Lebendige Saurier. Und wenn die Menschen sie sehen, dieser Moment des Erstaunens, der Magie. Du wirst ein Teil dieses Spektakels sein. Der Jurassic Park wird pünktlich öffnen. Und die Welt wird sein, wie sie einst war. Ein Land
Der Saurier. Genau, das wird's nämlich sein. So, das müssen wir gleich erstmal bauen. Ah, gut, gut. Du scheinst dich einzuleben. Ich möchte dir Lily Halford vorstellen, unsere Betriebsleiterin hier im Park. Sie bringt dich auf den neuesten Stand. Danke, Dr. Hammond. John, bitte. Oh, gut. Wie Dr. Hammond, oh, John, dir bereits gesagt hat, wollen wir den Jurassic Park so schnell und so sicher wie möglich in Betrieb nehmen. Wir tun hier Dinge, die als unmöglich galten. Es wird also eine Herausforderung. Das Unmögliche möglich machen. Ja, ja, das gefällt mir gut. Das werden wir auch machen, aber erstmal müssen wir natürlich grundlegende Sachen bauen. Wir müssen die Anlage für die Saurier vorbereiten. Fang mit einem Besucherzentrum an und einem Wissenschaftszentrum. Und denk daran, dass beides mit dem Wegenetz verbunden sein muss. Oh, und auch mit Energie. Wie ich sehe, ist alles in guten Händen. Weitermachen. Wir geben Ihnen Bescheid. Fantastisch! Einfach fantastisch! So, jetzt haben wir erstmal das hier verbunden. Und eigentlich fängt der ganze Klabberadatsch jetzt schon an, tricky zu werden. Denn das ist auch der Grund, warum ich das hier neu angefangen habe. Später müssen wir natürlich auch noch die Besucherwege erschaffen. Und diese Besucherwege, die können diese hier nicht benutzen. Das bedeutet, ich muss eigentlich meine gesamte Infrastruktur um all das hier herum errichten. Und deswegen fange ich an dieser Stelle einfach nochmal neu an mit euch gemeinsam. Hatte das alles eigentlich schon in der Nacht aufgenommen und jetzt machen wir das halt einfach komplett neu. Warte mal, kann ich das eigentlich auch so machen? Gilt das auch, frage ich mich gerade eben. Ich will auf jeden Fall irgendwie hier drumherum, wenn das irgendwie möglich ist, um diesen Teich da. Das geht sogar. Ausgezeichnet, das hat funktioniert. So. Das ist jetzt alles schon eine Investition in die Zukunft, wenn ihr wollt, was ich jetzt hier gerade eben mache. So, zack, zack. Und zack. Und jetzt sind wir dann schon quasi hier am Rande von dem hier. Und damit haben wir schon das meiste geschafft. Und jetzt lassen wir mal laufen. Ich mache das hier gerade eben mal alles weg. Das brauchen wir nicht mehr. So, das Besucherzentrum ist auch gleich fertig. Der Jurassic Park hat einen Genetiker. Spitze. Dr. Henry Wu. Ich denke, du wirst ihn bald kennenlernen, sofern das noch nicht geschehen ist. Ich bin bereit anzufangen. Um die gewünschten Saurier zu bekommen, brauchen wir zuerst eine Brutstätte. Errichte eine, dann können meine Angestellten und ich beginnen. Hier sehen wir übrigens die Quests, ne? Also ihr seht hier, was ihr alles sehen könnt. Hier könnt ihr auch die Parkbewertung einsehen. Natürlich ist die gerade eben ziemlich schlecht. Ihr könnt euch auch davor erschrecken, was euer Park gerade eben pro Minute an Geld verliert, weil ihr noch nichts irgendwie, ja, einnehmt. Wir brauchen jetzt eine Brutstätte, hat es geheißen. Und diese Brutstätte, die ist das da. Die muss ich jetzt erstmal erforschen, genau. Und das machen wir am besten jetzt hier, Forschung ansehen. Und sich nicht verwirren lassen, ich habe am Anfang hier rumgesucht und sie nicht gefunden, sie ist hier. Weil das ein eher untypisches Gebäude, glaube ich, ist. So, jetzt kamen wir hier. Unsere Wissenschaftler, die wir von Anfang an schon besitzen in diesem Spiel, die sind auch, glaube ich, komplett random. Wir brauchen jetzt jemanden mit ein bisschen Logistik. Da reicht hier diese Person von 2 und 4 hier in Genetik. Die deckt also alles ab und damit können wir jetzt hier die Forschung beginnen. In der Zwischenzeit kann ich eigentlich schon mal anfangen, mir den Ort auszusuchen, wo ich das Ding hinbaue. Und ich glaube, ich mache das tatsächlich hier hin. Also ich werde nicht das bestehende Gattersystem hier benutzen. Ich glaube auch tatsächlich, dass ich das hier halbieren möchte. Wenn irgend möglich. Ja, das hätte ich ganz, ganz gerne halbiert. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Weil das ist eine Riesenanlage, die braucht kein Mensch. So groß, definitiv nicht. So, jetzt machen wir mal unser Gehege. Das muss hier so angepasst sein, genau. Denn die Dinos können dann rübergeflogen werden. Oh, warte mal. Ich muss es da platzieren. Ja gut, dann ist es halt so. Ja. Okay, danke Spiel, dass du mir keine Option lässt. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen blöd. Aber machen wir es einfach mal so.
Weil eigentlich widerspricht das dem, was ich später machen möchte. Na gut, dann ist es halt so. So, angeschlossen ist er jetzt auf jeden Fall schon mal. Ist ja schon mal ein wichtiger Punkt. Der braucht ja auch noch dann ein Türchen. Sonst geht hier gar nichts. Aber das muss erst freigeschaltet werden. Velociraptoren. Ja, wir beginnen mit Raptoren. Ich weiß, dass du eventuell Bedenken hast. Aber John und ich sind uns einig, dass sie zu den aussichtsreichsten Kandidaten gehören. Du musst ihre Eier mithilfe meiner Genomforschung synthetisieren. Und ich möchte natürlich sofort über die Ergebnisse informiert werden. Das machen wir, keine Sorge. So, ihr seht übrigens, ich muss ja ganz viel erst noch erforschen. Also wir sind hier komplett am Anfang. Wir sind hier, also da existiert eigentlich noch gar nichts. Hier wird eigentlich erst noch die gesamte Logistik und Technologie für Jurassic Park, noch nicht einmal für Jurassic World, aufgebaut. So, wir können jetzt hier die Velociraptoren, wenn wir wollen, hier ausbrüten. Das müssen wir jetzt auch tun. Allerdings ist das eine Menge Holz, die das kostet. Ich sag's euch. Wir sehen auch, jeder von diesen Dinosauriern hat unterschiedliche Anforderungen, was die Skills für die Wissenschaftler angeht. Also die sind nicht immer diese fünf. Warum das so ist, keine Ahnung, denn Genome sind jetzt nicht unbedingt so viel komplexer innerhalb derselben, sage ich jetzt mal, Ordnung von Tieren. Aber egal. Hier spricht halt der Wissenschaftler Mörb, der Biologe Mörb, der auch schon Genetik mal betrieben hat. Das Handwerkszeug bleibt dasselbe. So, egal. So, gucken wir mal. Wie lange die jetzt brauchen. Wir können die Zeit auch beschleunigen, dann müssen wir nicht so lange warten. Und jetzt haben wir eine Situation, da mache ich gerade eben mal Pause. Wir haben keine lebensfähigen Embryonen. Unsere Genetik ist noch zu schlecht, unsere Technologie ist... Unsere erste Synthese war erfolglos. Ja. Es gibt also eindeutig Raum für Verbesserung. Aber wir geben nicht auf. Wir werden besser. Ich habe einige Bereiche im Syntheseprozess identifiziert, die weiterer Forschung bedürfen. Finde alles Nötige im Wissenschaftszentrum heraus und melde dich bei mir. Das machen wir, lieber Chefwissenschaftler. So, ihr seht übrigens Fossilien ansehen, ne? Das ist im Grunde die Spielmechanik von früher. So, hier ist die Sache mit der verbesserten Synthese, dass wir also quasi die Eier besser ausbrüten können. Ja, im Grunde ist es egal. Ich nehme mal diesen hier, damit die Wissenschaftler nicht so viel Stress aufbauen. Wir machen direkt mal die Geschwindigkeit, damit es hier nicht so lange dauert. Denn ich möchte ja, dass es hier losgeht. Und dann werden wir nämlich auf der Welt noch mehr Genom einsammeln können, wie im ersten Teil, um sie zu verbessern. So, jetzt gucken wir mal gerade eben. Also ich muss die jetzt hier übrigens aussortieren. Wir beginnen mit Raptoren? Sind wir schon so weit? Es wurden alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Ich folge der Wissenschaft und diese Saurier sind unsere beste Chance auf Erfolg. Wir haben so viel gelernt und werden weiterlernen, während wir voranschreiten. Ja, natürlich. Und ich verstehe Ihre Bedenken, Miss Herford. Jeder Saurier birgt ein gewisses Maß an Risiko. Und es ist an uns, das so weit wie möglich abzufangen. Halte mir die Anwälte vom Hals und die Saurier sicher und zufrieden in ihren Gehegen. Und meine ewige Dankbarkeit ist dir sicher. Dr. Hammond, haben wir also Ihre Genehmigung fortzufahren? Ja, mit größtem Vergnügen. Ausgezeichnet, aber was nicht so ausgezeichnet ist, ich kann jetzt leider die Genome der Velociraptoren nicht verbessern. Ich muss also jetzt einfach hoffen, dass meine genetischen Bemühungen jetzt hier erfolgreich sein werden. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Denn wir haben bis jetzt nur so eine 54-prozentige Erfolgschance, dass die Saurier, ohne größere Nebeneffekte auf die Welt kommen. Also sie werden wahrscheinlich nicht besonders stark werden. Aber vielleicht ärgerlich, also sehr aggressiv, problematisch, Sorgenkinder halt. Wir können auch später das Genom modifizieren, um sie zum Beispiel auch wieder anders aussehen zu lassen. Jetzt geht das momentan noch nicht, denn wir haben noch nicht genügend Variation. Ja, und jetzt lassen wir sie hier wieder daran arbeiten. Und unsere ersten Dinosaurier, unsere ersten Velociraptoren werden in wenigen Sekunden
zumindest in Eiform existieren. Jetzt können wir die Eier auswählen. Erwartet Überlebensrate 67%, ne? Ihr seht. Ja, und das ist jetzt alles Ausschussware, wie ihr seht, ne? Dieser Saurier hier, dieser Velociraptor, der würde jetzt halt weniger gut mit anderen Spezies zusammenarbeiten. Er hätte eine erhöhte Chance, andere Ranger anzugreifen. Das heißt also, sie machen ständig Ärger. Sie können aber auch positive Fähigkeiten entwickeln, wie ihr seht, sowas wie fit und so weiter und so fort. Der ist sogar sozial. Okay, der würde ganz gut mit anderen zusammenarbeiten. Das wäre eigentlich sogar in Ordnung, weil ich will eigentlich nur verhindern, dass die Raptoren sich gegenseitig ständig angreifen. Dann machen wir erstmal den da schon mal. Da brauchen wir jetzt jemanden mit möglichst viel medizinischem Skill. Dafür haben wir den Rojas oder Rojas. Dann machen wir gleich schon mal auch das hier. Darf sie sich dann auch wieder drum kümmern. Und dann lassen wir mal laufen. Also das Wichtige ist in so einer Situation halt einfach, dass ihr dann so ein richtig schönes Zuchtprogramm aufbauen könnt. So, wir gucken mal, was jetzt hier für Eier ausgewählt werden können. Das hier ist, man kann auch mehrere auswählen, die ihr seht, wenn ihr sagt, quasi ist mir egal, ich will einfach nur viele. Der ist auch sozial. Nachtaktiv. Mehr Dominanz, noch mehr Dominanz, noch mehr Bedrohung, mag keine anderen Spezies und bedroht alle. Das finde ich eigentlich okay. Das Problem ist bloß, mir fehlt gerade eben noch ein Wissenschaftler. Wobei, ich könnte auch einfach sagen, quasi alle Eier aussondern. Und einfach nochmal. Komm, das machen wir. Einfach nochmal. Wir haben Zeit für sowas. So, jetzt lassen wir den ersten Saurier frei und es ist wie damals. Da läuft er rum, unser erster Velociraptor. So, ich will gerade eben mal was gucken, Freunde. Und zwar wegen der Einstellung, damit ihr vielleicht auch mal seht, was in der Grafik ich hier rumlaufe. Ne, also ihr seht, das ist hier tatsächlich das Maximum, was im Grunde geht. Also ich kann hier nichts mehr hochschalten, wie ihr seht. Also wirklich gar nichts. Schöner werdet ihr die Saurier kaum sehen können. Da geht nichts mehr. Nur so als kleine Info. Ich habe nämlich eine RTX 3090, deswegen geht das. Der erste ist da. So, und das müssen wir uns mal genauer anschauen. Der erkundet nämlich jetzt hier seine Umgebung, wie ihr seht, ne? Und stellt sich die Frage, mag ich das, was ich sehe oder nicht? Und ihr seht, ne? Also er stellt fest, okay, es gibt jede Menge offenes Gelände. Das erhöht jetzt hier wiederum seine Laune. Er fragt sich aber auch quasi, wie groß ist überhaupt mein Bereich? Und gibt es überhaupt genug Wald? Und daher er das noch nicht entdeckt hat, können wir darüber noch relativ wenig Aussage treffen. Jetzt werden wir den nächsten Velociraptor mal versuchen auszuwählen. Ist da irgendetwas Nützliches dabei? Das ist alles so ein bisschen ungünstig. Ne, auch die werde ich aussondern. Ich will, dass einigermaßen gutes Genom dabei rumspringt. Währenddessen jetzt unser Bursche hier. Jetzt wird es halt Nacht, da sieht man halt leider auch nicht so viel, was ein bisschen ärgerlich ist. Na? Selber. Also er hat jetzt schon mal gelernt, dass das offene Gelände ihm hier sehr gut gefällt. Er hat aber, wie ihr seht, ne, noch nicht die anderen Gebiete hier sich näher angeschaut. Und erst wenn er weiß, wo er ist, dann wird er wahrscheinlich akzeptieren, dass er hier eingesperrt ist oder eben nicht. So, wir müssen mal wieder Eier auswählen. Ach, dieses Mal sind es wieder sehr, sehr wenige geworden. Wir nehmen ihn hier, der ist immerhin noch okay.
Weil ich kann jetzt nicht ewig weitermachen, ne? Die Wissenschaftlerin hat schon langsam aber sicher keinen Bock mehr. Wir müssen auch hin und wieder mal hier den Sprit auffüllen, weil ansonsten nämlich hier überall das Licht ausgeht. Und uns zum Glück angezeigt. Und jetzt, wo ist unser Raptor? Ach da, da läuft er noch rum. Wir hören mal wieder die Geschwindigkeit. Jetzt entdeckt er, dass er nicht verdursten muss. Das ist schon mal gut. Komm, also eigentlich solltest du jetzt hier mal realisieren, dass du genügend Wasser hast, Bursche. So, genau. Also das hat ihn jetzt hier schon mal ein bisschen zufriedener gestaltet. Jetzt kann der nächste schon freigelassen werden. Komm, das machen wir direkt mal. Wir können ihn auch übrigens per Airlift rauslassen. Das werden wir mit den anderen Sauriern später machen. Dann kommt jetzt einer der Helikopter und holt ihn da raus und plantet ihn da dann dahin. Ich lasse mal schneller laufen. Ich möchte nämlich, dass jetzt hier endlich mal hier den Wald kennenlernen. Auch mit Dr. Wus Zusicherungen wollen wir ein entsprechendes Unterstützungsteam vor Ort haben. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich bin lieber vorsichtig. Wir beginnen mit einem Ranger-Posten. Baue einen im Velociraptoren-Gehege. Errichte dann eine Unterstützungsanlage und weise von dort aus dem Posten eine Ranger-Patrouille zu. So, jetzt hat er Durst, wie ihr seht. Jetzt rennt er da erstmal hin. Und jetzt muss ich allerdings auch diese Ranger-Station bauen. Ja, und die werde ich wahrscheinlich tendenziell irgendwo hier hinbauen. Die habe ich nämlich jetzt hier von, also kostenlos bekommen. Ja, wobei, ich glaube, ich mache sie tatsächlich sogar hier hin. So. Zack. Und möge es gebaut werden. Denn die Ranger-Station braucht eigentlich überhaupt gar keine, sage ich jetzt mal, Straßen, die müssen uns Hauptstraßennetz angebunden sein. Die fahren einfach querfeld ein. Da sind die relativ schmerzbefreit. So, kann ich jetzt eigentlich das hier bauen? Ja, das ist ganz wichtig, damit ich hier die Saurier kontrollieren kann. Eine solche Ranger-Station, das wurde uns gerade eben ja gesagt. Und jetzt, sobald wir die Ranger haben, kann ich jetzt hier ein Ranger-Team sagen, okay, Aufgabe hinzufügen. Du kontrollierst das da alles und wenn du jetzt ohnehin gerade eben schon mal da bist. Die Tiere müssen sich in ihren Gehegen wohlfühlen. Je weniger sie sich an ihrer Gefangenschaft stören, umso eher werden sie sich erwartungsgemäß verhalten. Das ist besser für sie und natürlich auch für uns. Überprüfe das Wohlbefinden der Raptoren und bedenke, dass sie sich erst an ihr neues Gehege gewöhnen müssen. Ja, da bin ich schon dabei. Da bin ich schon voll dabei, du. Wir machen mal da drüben so eine Jagdstation hin. Dann können sie nämlich jetzt hier Zicklein jagen. Fühlen sich damit ganz wohl. Da geht's schon los. Ulala. Und erledigt. Eieieiei. Geh mal ganz nah ran. Der Park bietet nicht viel Unterhaltung oder gar pädagogischen Wert, wenn die Gäste die Saurier nicht sehen können. Und was ist denn der Sinn, wenn man diese majestätischen Tiere nicht aus der Nähe sehen kann? Wir können Beobachtungsgalerien errichten. Dann können die Gäste genau das tun, John. Sie werden beeindruckt sein. Und genau das wollen wir ja. Genau meine Meinung, Lily. Sie werden immer und immer wieder zum Jurassic Park zurückkehren wollen. Jetzt sind sie bei 100%. Wir bieten unbezahlbare Erinnerungen zu einem angemessenen Preis. Ah ja, nun verstehen Sie mich. So, und das heißt, wir müssen jetzt auch noch hier diese Attraktion, also diese Beobachtungsstationen errichten. Die wir am besten, würde ich jetzt einfach mal sagen, eine dahin planten. Ich denke ja. Und ich kann auch schon eine für den nächsten Raum jetzt hier gleich schon mal planten. Hier so hin, auch wenn da noch kein Saurier drin ist. Die müssen halt auch mit dem Wegenetz hier in Verbindung stehen. Das war der erste Schritt. Einmal. Zweimal. So. Mist. Das war so nicht geplant. Das war zu kurz geraten. Dann machen wir es halt so. Und jetzt haben wir das hier schon mal geschafft. Jetzt muss ich die Gästeattraktion. Wir brauchen eine paläomedizinische Anlage, damit kranke oder verletzte Saurier versorgt werden können. Das ist eine gute Idee.
Unsere Saurier müssen gesund bleiben. Aber vorher möchte ich lieber ganz, ganz gerne hier dafür sorgen, dass meine Leute hier chillen können, damit sie nicht völlig durchdrehen. Denn ihr wollt nicht, dass eure Wissenschaftler sauer werden. Das wäre sehr schlecht. So, die paläomedizinische Anlage planen wir jetzt auch. Die kommt auch hier in diese Nähe dahin. Ich versuche so platzsparend wie möglich zu bauen. Ist einfach so eine Angewohnheit von mir. So, dann erhöhen wir mal die Geschwindigkeit. Und wir arbeiten jetzt hier einfach so erstmal unsere Aufgaben ab, ne? So Stück für Stück. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht der Meinung, dass ich das Ding hier noch behalten will. Ich glaube, ich mache das hier weg. Ich werde es woanders hin machen, wie ich es ursprünglich geplant hatte. Ich benötige mehr genetische Proben, als wir hier im Park zur Verfügung haben. Wir können selbst Expeditionen aussenden, um Fossilien zu sammeln. Aber vor allem musst du ein Expeditionszentrum errichten. Dann können wir DNA aus den im Feld gesammelten neuen Fossilien extrahieren und einen noch vielfältigeren Satz an Saurier-Genomsequenzen zusammenstellen. Das sollte Priorität haben. Das kriegen wir schon hin, ganz ruhig, ganz ruhig. So, wie gesagt, wir brauchen hier gar nicht so viel. Wenn ich, daher wir die Saurier alle ausfliegen können, werden wir das auch tun. So, der braucht jetzt hier auch noch Strom. Dann bekommt er hier auch noch seinen eigenen Stromgenerator dahin. Und jetzt können wir nämlich hier die eine oder andere Sache jetzt hier auch nochmal abreißen im Zweifelsfall. Ich denke, dass ich einfach den Park hier kurz mal ein bisschen umplane. Als er von den Entwicklern gedacht war. Dann kommt das da weg. Das weg, das weg, das. Hätte ich mir gerade eben auch ein bisschen Geld sparen können, das ist mir richtig. Aber das ist richtig. Aber es ist im Grunde auch völlig Wumpe. Ne? Geld ist nicht das, was hier eine Rolle spielt. Das hat ja auch John Hammond schon gesagt. Wenn du Träume verkaufst, ist Geld nicht wichtig. Ja, außer für den, der sie verkauft. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall nochmal ein betriebsbereites Expeditionszentrum bauen. Damit wir unsere Genome verbessern können. Ansonsten können wir nämlich keine guten Dinos herstellen. Warte mal, da war doch gerade immer wieder so eine kleine blaue Stelle. Da ist sie doch. Sehr gut. Gut. Und damit haben wir fast schon jetzt hier die grundlegende Infrastruktur zusammen. Und jetzt müssen wir gleich noch... warte mal, ist das jetzt ja auch schon erforscht? Ich glaube, das ist auch schon erforscht, ne? Genau, das Personalzentrum mache ich auch noch hin, dass die Leute hier sich ausruhen können. Also meine Wissenschaftler sich ausruhen können. Ausgezeichnet. Ich finde es übrigens witzig, dass man das hier nicht verbinden muss. Es geht alles hier über das Besucherzentrum. So, und damit zeige ich euch auch gleich schon mal, ne? Also, die Wissenschaftler, die jetzt hier schon sehr gestresst sind durch zu viel Arbeit, können sich jetzt hier ausruhen, stehen dann halt für eine gewisse Zeit einfach nicht zur Verfügung. Jetzt ist das Ding hier fertig und wir können losgehen. Wir sollen den Triceratops verbessern. Das kennen wir noch aus dem ersten Teil. So ähnlich laufen auch übrigens die Dino-Einfang-Aktionen ab. Aus dem zweiten Teil. Bloß, dass wir jetzt halt quasi jetzt wiederum diesen Move hier machen. Die Sjöberg, die kann das hier alleine machen. Ja, dann legen Sie mal los, Frau Sjöberg. Sie sammelt jetzt Fossilien für uns. Dann können wir den Triceratops hier nachher noch vielleicht reinpacken. Wobei ich irgendwie bezweifle, dass das in dieser Folge noch was wird. Ich sehe gerade eben die Zeit. Ja, unter diesen Umständen, meine lieben Freunde, das hier ist also quasi jetzt der Anfang von unserem Jurassic Park in Jurassic World Evolution 2. Wir werden dieses Szenario durchdaddeln und danach gerne weitermachen. Und vielleicht mache ich auch irgendwann mal nochmal eine Sandbox. Es ist einiges möglich hier an der Stelle. Oh, da wird hier gerade eben... Da hat sich dann doch der Park Ranger angegriffen. Tja, das war wohl dann der Praktikant Eddie. Der hat gekündigt nach der Aktion. Ja, bei uns arbeiten die Leute seltener länger als einen Tag als Praktikanten, weil sie nämlich immer hinten auf diesen offenen Fahrzeugen sitzen müssen und das ist ihnen dann einfach zu nah.
Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, ne? Und denkt dran, ne? Wenn ihr euch das Spiel auch holen wollt, unten in der Videobeschreibung sind alle Infos, die ihr braucht. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.